Im April strömten internationale Expertengruppen zur E-Commerce-Woche bei den Vereinten Nationen in Genf. Mehr als 1000 Teilnehmer und 387 Regierungsvertreter tauschten sich über E-Commerce, digitale Wirtschaft aus. Auch der Heilige Stuhl war dabei. Your Excellency. Eure Exzellenz, obwohl die Zahl der Internetnutzer zwischen 2010 und 2015 um 60% stieg, ist mehr als die halbe Welt immer noch offline. Eine der globalen Zielvorgaben der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN ist es jedoch, niemanden auszuschließen. Was meinen Sie, warum nehmen diese superreichen Mega-Internetfirmen nicht einfach einen kleinen Bruchteil ihres Geldes und schließen die ganze Welt an? Diesen Aspekt kann man sicherlich kritisch sehen, aber wir müssen auch verstehen, dass erstmals die gemeinsamen Interessen der Unternehmen oder Anbieter und Nutzer sehr stark ineinandergreifen. Das bedeutet, dass obwohl sie als die reichsten Unternehmen der Welt hier nicht genug tun, doch einiges passiert. Schließlich sehen wir ein enormes Wachstum. Ich denke, die Gelegenheit ist günstig, die Chancen stehen gut. Natürlich reicht das, was bisher getan wurde, noch nicht aus, aber ich denke da positiv. Digitalisierung vermag nicht nur kleine und mittelgroße Unternehmen vor Ort an Absatzmärkte anzuschließen, sondern auch der Bevölkerung Dienstleistungen anzubieten, die für sie andernfalls nicht zugänglich wären. Lassen Sie uns etwas zur Sicht der Kirche, zur geistlichen Botschaft dessen, worüber Sie sprechen, sagen. Es ist gut, dass wir Menschen auf diese Weise erreichen können. Plötzlich sind wir auf vielerlei Weise verbunden, haben viele Webangebote. Ich denke zum Beispiel daran, dass sie dir sogar die Möglichkeit bieten, Angebote diskret zu nutzen, mit deinen Ideen voranzukommen, Bildung und so weiter. Deshalb ist es wichtig, großzügig zu sein. Und deshalb ist auch das, was wir hier sehen, wichtig. Denn jeder muss daran erinnert werden, dass ohne Großzügigkeit gegenüber allen die Zukunft düster aussieht. Davon bin ich überzeugt. Digitalisierung sollte insbesondere den kleinen und mittelgroßen Unternehmen helfen, Wachstumshindernisse zu überwinden. Sie sollte die Expansion kleinerer und mittlerer Unternehmen erleichtern, indem sie Möglichkeiten zur Verfügung stellt, überprüfbare, eingetragene Online-Geschäfte zu tätigen, was helfen kann, neue Kunden und Geschäftspartner anzuziehen und auch neue finanzielle Chancen bietet. Das ist dann auch schon fast eine Fortsetzung meiner vorherigen Frage. Sind nicht diejenigen Unternehmen, die diese digitalen Systeme entwerfen, um zum Beispiel Finanzgeschäfte zu tätigen, auch genau diejenigen, die den Markt kontrollieren oder kontrollieren wollen? Wie sehen Sie das? Privatunternehmen werden sehr unsolidarisch vorgehen, wenn wir uns nicht für Solidarität stark machen. Das ist die Aufgabe des Staates, nicht anzuklagen, um jemanden besser zu machen, sondern denen zu helfen, die dadurch ins Hintertreffen geraten. Das ist vielleicht etwas Neues in diesen Wirtschaftsgewässern. Wir glauben, die katholische Kirche glaubt, dass alle Wirtschaftsmodelle gut sind, aber hinter dem guten Wirtschaftsmodell muss die klare Vorgabe der Menschenwürde stehen. An dieser Vorgabe wird sich alles festmachen. Zum Beispiel von einem Lohnausgleich sind wir noch Jahre entfernt, aber auch das wird sich dann finden. Ich denke also, wir sollten noch nicht kritisieren, dazu ist es noch zu früh, sondern die Gelegenheiten nutzen. Gelegenheiten zählen jetzt. Aber natürlich wird auch der Verantwortungsbereich der Behörden größer. Eine Verantwortung, die sehr wichtig ist und die es früher noch nicht so gab. Das war der erste Teil unseres Interviews. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem über Themen wie digitale Inklusivität und die Gestaltung eines besseren und effektiveren Systems internationaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Die Chefin der britischen Risikokonformität brachte es auf den Punkt. Sie sagte, nur Eheschließungen, Scheidungen und Hausverkäufe macht man nicht digital. Noch nicht.